Hallo, mein Name ist Martin Keimer und heute zeige ich euch, wie man ein Chip and Run spielt. Chip and Run ist deswegen ein relativ einfacher Schlag, weil es genau dieselbe Bewegung ist wie beim Putten. Vom Fairway oder vom Semiraf aus kann man halt nicht immer putten. Deswegen finde ich den Chip immer eine ganz gute Alternative, um den Ball relativ nah ans Loch zu bringen. Man nimmt ein mittleres Eisen, Eisen 8, Eisen 7, Eisen 6. Ich finde, der Chip and Run ist eine super Alternative, weil man an nicht wirklich viele technische Sachen denken muss. That's the one! That's the one! That's the one! Oh. Kann doch nicht wahr sein. Bevor ich den Chip and Run spiele, denke ich an vier Sachen. Die erste Sache ist, ich gehe etwas näher an den Ball ran, damit der Schläger etwas aufrechter steht. Die zweite Sache ist, mein Stand ist etwas schmaler. Die dritte Sache ist, mein Gewicht ist ein bisschen mehr auf dem linken Fuß, so 70-30% auf dem rechten Fuß. Und meine Hände sind etwas vorm Ball. Und dann versuche ich den Chip zu lochen. Und wenn er diese Tipps befolgt, chippt er genau wie ich. Sie sehen, es gibt Lagen, die glaubt man nicht. So ein schöner Abschlag. Und dann geht er hier ins Wasserhindernis. Gelbe Fehle. Ich will aber nach da auf dieses Grün. So, wenn ich jetzt droppen müsste, dann müsste ich da ganz hinten droppen. Das will ich nicht. Ich will keinen Strafschlag, ich will die Distanz nicht verlieren. Ich möchte versuchen, den Ball aufs Grün zu spielen. Geht nicht, sagen Sie? Natürlich geht das. Wie ein Bunkerschlag. Ich muss den gleich spielen wie ein Bunkerschlag vor dem Ball.